Hallo und herzlich willkommen bei Eschkaliert. Grüßt euch. Moin, moin. Jo, wir sind heute in Ungarn unterwegs, am Hungaroring. Im Hintergrund läuft meine Qualifikationsrunde. Wir mussten ein kurzes Qualifying machen, weil wir hatten erneut Serverprobleme. Und deswegen konnten wir in unserem normalen Q1, Q2, Q3 Modus nicht fahren, weil einige Fahrer sich dann aufgrund der schlechten Server verabschieden mussten. Und dann hatten wir uns darauf geeinigt, machen wir ein kurzes Qualifying, das geht 18 Minuten und jo, wer da die schnellste Runde hat, ist halt auf Pole. Und jetzt bin ich aktuell auf meiner schnellsten Runde unterwegs. Eine Sache noch zu letzter Woche. Und zwar, wir sind letzte Woche in Großbritannien gefahren und ihr habt kein Video von mir bekommen. Das liegt daran, dass das zeitlich einfach nicht bei mir funktioniert. Das ist echt ja so, dass mein Terminkalender momentan ziemlich voll ist. Und ich selber jetzt sogar Probleme habe, dieses Ungarn-Rennen zeitlich pünktlich fertig zu bekommen. Wie ihr wisst, mittwochs sind ja immer unsere Rennen. Und dann versuche ich es ja meist donnerstags, freitags hinzubekommen. Jetzt habe ich es hingekriegt, dass ich es am heutigen Samstag veröffentliche. Also ich habe es gestern schon fertig produziert und so eingestellt, dass es nun heute online geht. Sonst hätte ich es im Leben nie auf Reihe gekriegt. Zu dem Rennen Großbritannien letzte Woche, ihr habt nichts verpasst. Es ist so wie weitergegangen, meine Frontflügel sind geflogen wie sonst was. Wieder konnte ich nichts dafür und mein ganzes Rennen war versaut. Ich glaube, ich bin am Ende Achter geworden oder so, aber es war nicht so wirklich interessant, deswegen habt ihr eh nichts verpasst. Also konzentrieren wir uns lieber auf Ungarn. Vielleicht ist der Fehlerteufel ja mal nicht so böse zu mir. Wir werden es vielleicht sehen, wenn wir jetzt mal direkt den Start beschauen. Alle Ampeln sind an und es geht los von Platz 10. Und jetzt muss ich schon langsamer machen. Man sieht es hier, Manuelito und Crow mussten vom Gas gehen und das... Ja, gefühlt das ganze Fahrerfeld geht an mir vorbei. Ich bin jetzt kurzzeitig, falle ich bis auf Platz 17 zurück, wie man oben links sieht. Von 10 auf 17, also auf den drittletzten Platz. Boah, also ich glaube, somit der schlechteste Start, den ich jemals erwischt habe. Aber ich konnte auch nicht unbedingt was dafür, denn ich musste langsam machen. Ich konnte ja schlecht nach links oder nach rechts lenken, dann hätte ich andere Fahrer weggecrashed. Und hier sieht man auch, geht schon ordentlich zur Sache. Ich bin mittlerweile wieder auf Platz 16, musste Wischelow vorbeilassen. Und jetzt passiert Folgendes, zack und... Vollbremsung von Wischelow. Und was ist wieder kaputt? Frontspoiler. Ja, die Ruhe war berechtigt, denn es ist echt furchtbar nervig und ich habe echt lange die Schnauze voll. Es ist seit Wochen so, dass jedes Rennen meine Frontflügel kaputt sind. Und diesmal war es eine Ankettung an ganz komischen Ereignissen, die dort vorgefallen sind. Und alle haben dann gebremst und ich habe eigentlich genug Abstand gehalten. Trotzdem... Ja, hat der Vorsprung nicht ausgereicht, dieser Abstand, den ich eingehalten habe. Und ich konnte doch nicht mal ausweichen. Das heißt, es war wieder das ganze Rennen im Arsch. Ich wusste, jetzt wird es ganz schwer und eigentlich Punkte sind praktisch unmöglich, wenn da nicht ganz viele ausfallen. Also bin ich dann direkt in die Box gegangen auf den harten Reifen. Und wir sind dann mal in Runde 16 jetzt, denn in der Zwischenzeit ist nicht wirklich viel passiert. Und ich habe mir natürlich die härteste Reifenmischung draufgehauen und bin dann jetzt hinter Pimok, den Schalker im schwarz-gelben Auto. Und ich habe euch jetzt einfach mal mitgenommen auf diese Runde, denn man sieht, ich will unbedingt an Pimok vorbei, aber in Ungarn ist es auch traditionell ganz schwer zu überholen. Jetzt hier diese kurze Gerade mal ein bisschen im Windschatten und wieder ein bisschen rausstechen, vielleicht mal so ein bisschen Angst machen, dass er ein bisschen nervös wird, denn wie ihr wisst, es werden ja Pfeile unten angezeigt, hier auch nochmal ein bisschen innen reinstechen und diese Pfeile, die werden ja immer heller, so näher man dran ist, also ein bisschen zu Fehler zwingen. Und hoffen, dass er nervös wird und die Chance nutzen. Aber mir war natürlich auch klar, jetzt auf der Stadtzielgerade mit DRS. Also DRS für die Leute, die es nicht wissen. Der Heckspoiler stellt sich flach. Und dadurch, wie man hier sieht, habe ich einen Geschwindigkeitsüberschuss, denn man hat weniger Luftwiderstand. Und daher konnte ich jetzt an Pimok vorbeiziehen. Um DRS zu aktivieren, muss man eine Sekunde hinter seinem Vordermann sein. Und dann wird DRS freigeschaltet an bestimmten Stellen. Und so konnte ich jetzt an meinem Kumpel Pimok vorbeiziehen. Wir sind jetzt in Runde 20 angekommen und jetzt eine Sache, ich bin immer noch mit meinen harten Reifen unterwegs. Crow ist hinter mir mit frischen Supersoft-Reifen, also die weichste und die schnellste Reifenmischung. Ich habe schon gemerkt, ich kann kaum Crow halten, deswegen habe ich jetzt hier Folgendes gemacht, ich habe mich eben ein bisschen verbremst. Ich bin einfach links rüber gefahren, um Crow zu signalisieren. Alles klar, Kollege, kannst vorbeiziehen, ich wehre mich nicht, bringt ja auch nichts da noch zu kämpfen, meine Reifen sind alt. Alt, alt, alt. Und da die Reifen alt sind, habe ich mich dazu entschlossen, in die Box zu gehen. Nikita kommt mit. Und jetzt wollte ich nochmal was machen. Ihr kennt es vielleicht nur Österreich-Rennen. Ich wollte in der Boxeneinfahrt mal gucken, ob man da überholen kann. Aber das Spiel hat mich ausgebremst. Leider.
Es ist auch kein Patch aufgrund meiner Aktion dazugekommen, dass das automatisch so stattfindet. Aber scheinbar ist es auf manchen Strecken so, dass man ausgebremst wird. Ich packe ihn jetzt trotzdem noch, denn Nikita wechselt den Frontflügel. Hat dadurch eine deutlich höhere Standzeit und natürlich kann ich dann an ihm vorbeiziehen. Gut, jetzt sind noch 14 Runden zu fahren. Das war mein letzter Boxenstopp. So, wir machen jetzt noch mal ein kleines bisschen Werbung. Ich hoffe, ihr bleibt dran und weiter geht's. Bis gleich. Hey, bist du nicht der große Formel 1 Online-Champion? Ja, der bin ich natürlich. Hey, guck mal, hier sitzt der Online-Champion. Oh, toll. Er hat schon wieder gewonnen. Ja, natürlich. Ja, sicher. Gewonnen. Oh, Miffy! Damit's mal wieder richtig stinkt! Stolzer Sponsor des FC Schalke 04. Und da sind wir wieder back at home. Und ich habe euch jetzt mal mitgenommen für den Zweikampf mit Furious Master. Furious Master ist ein Fahrer, der komplett auf Fahrhilfen verzichtet. Also ein hohes fahrerisches Können gehört dazu, um das hinzubekommen. Ich habe ja schon öfter meinen Respekt gezollt dafür. Das könnte ich so nicht, zumindest aktuell nicht. Aber es ist mir natürlich egal, ich will trotzdem an ihnen vorbei. Und man sieht hier, ich bin ganz klar schneller, ich habe die frischeren Reifen, die schnelleren Reifen. Und Furious Master macht sich auf dieser schmalen Strecke des Hungaro-Rings extrem breit. Und ich bin gerade auch schon ziemlich dicht gekommen. Ich wollte unbedingt an ihnen vorbei, denn das ist alles Zeit, was ich verliere. Und das ist natürlich nervig. Die Kurvenkombination hier erwische ich eigentlich ziemlich gut. Und in den Kurven kann ich auch meist ein bisschen aufholen, nur er ist auf den Geraden nicht gerade langsam. Also wusste ich, ich muss die Kurven gut erwischen, um an ihn dran zu bleiben. Hier recht aggressiv und dafür ist Master, kommt weit nach innen, verbrennt sich. Und ich dachte schon, mein Frontspoiler, ich kann dieses Scheißwort mittlerweile schon kaum noch aussprechen, dachte ich, wäre schon wieder kaputt, aber es ist nichts passiert ausnahmsweise. Ja, ich bekomme schon bald eine Anzeige von Red Bull, weil ich wahrscheinlich so viel Frontflügel verschleiße, aber das Motto auf Englisch von Red Bull heißt ja auch Give you rings, also gib mal ruhig ein paar Flügel, brauche ich ja eh. So, jetzt wird's Zeit, dachte ich mir, ich war richtig sauer, ich war am Kochen, ich will diesen Furious Master haben. Eigentlich ist er ein bisschen weit weg, aber ich dachte mir, komm, versuchen wir es mal innen reinbremsen und er passt sehr gut auf, ich natürlich auch sehr weit innen und da berühren wir uns, aber es ist nichts groß passiert. Gott sei Dank, die Berührung kam da. Also bin ich jetzt immer noch Platz 14. So, Runde 30. Hinter mir mit frischen Softreifen. Ich auf den Elternreifen. Piwi. Jo, jedes Rennen momentan ist es so, dass wir uns meist in der Schlussphase treffen. Die letzten Male ist es immer sehr gut für ihn ausgegangen. Er konnte mich immer noch parken. Und hier natürlich auf Startziel. Er hat DRS, kann den Heckflügel flachstellen. Kann problemlos an mir vorbeiziehen und ich dachte mir, jetzt komm, jetzt mal ein bisschen eher bremsen und innen reinziehen und früh beschleunigen, aber ich habe zu früh beschleunigt, denn ihr seht, ich komme hier viel zu früh raus. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Es gibt nicht so viele Kontersituationen, aber ich dachte mir, komm, da versuchen wir es und ich versau sofort die erste Aktion. Also, ja. Egal, aber ich habe mich trotzdem weiter dran gehalten am Piwi, obwohl er die besseren Reifen hat und hier verbremst er sich und jetzt bin ich wieder richtig dicht dran. Wir sind bereits in der vorletzten Runde. Und ich habe natürlich nochmal die Chance gewittert. Dummerweise habe ich mir eine Runde vorher meine erste Zeitstrafe eingehändelt. Denn er hat eine Zeitstrafe gehabt und ich hätte einfach nur hinter ihm bleiben müssen, um vor ihn zu kommen. Aber gut, so sind wir pari. Jeder hat 30 Sekunden Zeitstrafe, also muss die Sache auf der Strecke geklärt werden. Leider habe ich das Problem, dass meine Reifen jetzt nicht mehr die allerbesten sind. Ich habe zwar meine Benzinmischung auf Fett gestellt, das heißt, dass ich ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung habe. Ich weiß nicht, ob Piwi das gerade auch gemacht hat, aber ich denke schon. Denn er war echt schnell unterwegs und hat die frischen Reifen, also kann er sowieso auf Fett fahren. Zumindest in den Kurven sind meine Reifen jetzt nicht mehr die besten. Man sieht auch, Piwi zieht ein bisschen davon. Ich habe zwar noch DRS, aber natürlich gebe ich die Hoffnung nicht auf. Denn jetzt wusste ich, kommt dann nochmal ein kleines Stück mit DRS. Und das ist natürlich wieder so ein bisschen die Möglichkeit, nochmal ein paar Meter aufzuholen. Und vielleicht macht er nochmal einen Fehler und ich komme doch nochmal dicht dran oder rutscht nochmal raus. Wie auch immer, man darf es ja nie aufgeben. Und gerade jetzt in der letzten Runde, da hat man jetzt eh nicht mehr viel zu verlieren. Oben sieht man jetzt, mein Teamkollege Chaos hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, das sind dann schon mal fixe 25 Punkte fürs Red Bull Racing Team.
Und mal schauen, habe ich vielleicht noch die Möglichkeit, sogar noch einen Punkt zu holen. Dafür müsste jetzt vor mir noch einer ausfallen und ich müsste mir jetzt vielleicht noch Peewee schnappen. Jetzt habe ich die Kurve mal nicht so gut erwischt. Bin viel zu hart über die Curves gefahren. Hat man ein bisschen Zeit verloren, aber man sieht, ich bin jetzt nicht allzu weit weg. Aber wahrscheinlich zu weit weg, um nochmal eine Attacke zu starten. Und hier sieht man, das war es jetzt nun endgültig. Ich bin auf die Rasenfläche gekommen, die Karre ging quer. Ich beende dieses Rennen auf einen sehr, sehr enttäuschenden 12. Platz. Keine Punkte, die ich mit zu Red Bull bringen kann. Ich hoffe, dass diese Seuche endlich mal bald aufhört, dass meine ganzen Frontflügel jedes Rennen kaputt gehen. Und appelliere auch mal an die Leute, ein bisschen vorsichtiger zu fahren in manchen Situationen. Okay, naja, nächste Woche geht's weiter. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bitte drückt auf Gefällt mir und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.